Ja, also herzlich willkommen. Du bist noch nicht dran. Doch, ich bin dran. Bist du dran? Nee. Veranstalter. Veranstalter? Veranstalter, oder? Ja, ich wollte gerade den Veranstalter einführen. Der Hubert wollte was erzählen. Hubert Kretschmer ist hier, also mein Name ist Hartmut Andritschuk. Und mein Name ist Hartmut Gerken. Es gibt ja verschiedene Aspekte von dieser Veranstaltung, also erstmal hier unsere Vorstellung oder im Vorraum sind ja einige Editionen, einmal aus der Sammlung Hubert Kretschmer. Möchtest du was dazu sagen? Jetzt nicht. Dann ein Büchertisch von Hartmut Gerken, Wartewein-Edition und eine kleine Auswahl aus dem Hybriden Verlag. Eine kleine Auswahl. Und ja, lieber Gerken, immer habt ihr alle immer etwas zu tun. Es klingelt an der Pforte zu Warteweil. Gomringer tritt ein mit Pralinen von Käfer. Leicht hinter ihm im Schatten der Bäume dieses bayerischen Kaffes sitzt Chopin. Gomringer und Chopin duzen sich. Du Eugen, du Frederik, du Eugen, das ist der Hartmut, von dem ich dir erzählt habe. Woher kennst du den Gerken, Frederik? Pierre hat mir viel von ihm erzählt. Chopin hat an diesem Abend nur einen Arm und kommt daher nicht den oder das Bechstein bedienen. Eugen geht ihm dabei zur Hand. Eigentlich, lieber Hartmut, möchte ich diese Geschichte nicht fortsetzen. Gomringer bleibt der Wirtschaftswissenschaftler, der am Anfang seiner Karriere stand. Die Gebrüder Chopin sind tot, sowohl Frederik als auch Henri. Heitzig lebt noch. Pierre garniert auch noch weiter mit Ilse, ist aber dieses Jahr gestorben. Klaus-Peter Denker denkt, er sei der Erfinder der visuellen Poesie. Wen haben wir da noch? Den senilen Tim Ulrichs, Gesamtkunstkörper. DR ist leider tot, viele sind leider tot. Würden wir nicht gern mit Hitler zusammen schwimmen gehen? Im Weiher zu Warteweil, also ich warte auf dein Echo. D.A.H., der andere Hartmut. Lieber Hartmut, du täuschst dich oder verwechselst was. Es waren nicht Gomringer, dieser Kapitalist, der keinen roten Heller geben wollte für Briesnitzens Operation in Athen und Chopin, sondern Ezra Pound und Alexandra David-Niel. Pound brachte eine Dose Limo und Alexandra, weil sie dachte, ich sei feminin, einen Dildo. Ich wollte mit allen per Du machen, aber Ezra bestand auf der englischen Sie-Form. Ich bot Kaffee bzw. Tee und Kuchen an und wir redeten über dies und jenes. Aber als sie wieder gegangen waren, wurde mir bewusst, dass sie ja beide längst tot waren. Es konnte sich also nur um eine Art Halluzination handeln, bedingt durch meine jahrelange Isolation in einem Bunker des Zweiten Weltkriegs. Sei's drum. Herzlich, Hartmut. Lieber Gerken, schönen Dank für dein letztes Telegramm mit dem schönen Diagramm. Inhaltlich etwas dünn zwar, aber immerhin ein Faltblatt von DIN A3 auf DIN A4, DIN A4 annähernd. Ich
Bin mir nicht sicher, heute Morgen am ersten Tag des neuen Jahres zu schreiben. Wir haben gestern Abend schlecht und teuer gegessen beim Italiener namens Mario am Südwestkorso. Das alte Jahr lief aus. M schlief schon gegen 23 Uhr und wachte durch den Krach um Mitternacht kurz wieder auf. Mir fehlte die Lust, den Balkon zu betreten, um das Feuerwerk mir anzuschauen. Das Dienstleistungsgesindel in den Supermärkten wünschte mir gestern zig Male einen guten Rutsch. Im MacTech News Forum las ich dann, dass guter Rutsch sich wohl von Rosh Hoshana ableitet. Erst jetzt realisiere ich, dass deine letzte Nachricht am sogenannten Heiligen Abend 2008 geschrieben wurde. Danke, Hartmut, dass du inmitten dieser Berge von Geschenken an mich gedacht hast. Wenn ich auch zu den Gerkenfestspielen im Januar nicht kommen kann, werde ich dich dennoch in diesem Jahr besuchen, um die Schriften von Günter Grass zu verbrennen. January 3, 2009. Hallo Namensbruder. Apropos Rutsch. In der Kinoreklame in den Herrschinger Lichtspielen sah ich kurz vor Weihnachten ein Dia, auf dem ein Erotikshop einen guten Rutsch wünschte. Ich war der Einzige, der gelacht hat. Eine afghanische Bekannte heißt Roshana. Das kommt einer Herleitung von Rosh verdächtig nahe. Wir haben Silvester in Murnau gefeiert und statt der Böller und Raketen, von denen es auf diesem Planeten sowieso schon zu viele gibt, habe ich tibetische, chinesische und indonesische alte Gongs über das Murnauer Moos heulen lassen. Danach habe ich noch in voller Lautstärke die islamische Glaubensformel Bismillahirrahmanirrahim vom Balkon aus in die Nachbarschaft gesungen. Salam alaikum, Hartmut, Klammer Mahmud. Das ist eine richtige Herausforderung, meine Handschrift zu lesen. Lieber Hartmut, die wahren Siege werden im Internet gewonnen und nicht auf der Bühne. Es gibt in der virtuellen Welt einen Begriff für dich. Der heißt DAO und das heißt einfach nur dümmster anzunehmender User. Statt GAU Gerken, also DAU Gerken. In Dänemark kannst du ja Kühe studieren und Pornos gucken. Für heute ist aber erst einmal Schluss. Gezeichnet Hartmut, Andritschuk, Traum Tumtra AG, Kommando Friedrich Hölderlin. Wenn du meinst, ich gehe auf deinen unverschämten Daubrief ein, dann täuschst du dich. H. 10.3.80. Aha. Kanzler des Großreichs Hybridenland, Elserstraße 4, 12.15 Neu-Berlin. Dienstsache Denunzierung als Dau im GAU Hybridenland, Zentrale Reichsstelle. Donnerstag, den 13. Mai 2010. Sehr geehrter Herr Gerken, hiermit entschuldige ich mich höflich und in aller Form für den Missbrauch meines Büros, von wo aus dieser anonyme und beleidigende Brief an Sie geschickt wurde, der Sie als DAU Gerken bezeichnet. Seien Sie versichert, dass die Person auf der Stelle und unverzüglich aus der Dienststelle entlassen wurde. Ich selbst habe und habe immer noch große Schwierigkeiten mit diesem Windows 7 und habe bereits im letzten Jahrtausend eine Schrift unter dem Titel
nie wieder Windows veröffentlicht. Ständig passiert etwas in diesem Klapprechner, was ich nicht will. Windows ist schwarze Magie. Manchmal werde ich aufgefordert, eine Applikation zu beenden, um die Störung des Betriebssystems zu beseitigen. Wenn ich es dann tue, ist das System für eine weitere Woche gestört. Ich habe mir angewöhnt, immer das Gegenteil von den Anforderungen des Betriebssystems zu machen, und es oft funktioniert dann das Programm. Die Windows-Programmierer werden wie Sklaven gehalten und müssen zu einem festgelegten Abgabetermin ein häufig fehlerhaftes Programm ausliefern. Der gewöhnliche Benutzer hat dann den Schaden davon. Manchmal wird er dann aufgefordert, ein Antivirenprogramm zu installieren, welcher selber der Virus ist. Dieses Dilemma ist unserer Dienststelle seit langem bekannt, natürlich auch seinen Mitarbeitern. Übrigens arbeiten wir gemeinsam und mit hoher Anstrengung an einem neuen BS unter dem Codenamen Traumtumtra. Damit sollen alle Schwierigkeiten für die Zukunft beseitigt werden. Es grüßt Sie aus der kalten Dienststelle, Ihr AH, Anritschuk Hartmut. Das Ganze ist ein Briefwechsel. Wenn man das vorliest, ist das vielleicht manchmal ein bisschen lustig, aber die ganze Fülle dieses Briefwechsels ergibt sich eigentlich durch die visuellen Arbeiten hier auch. Wir haben im Jahre 2008 damit angefangen und dann im Jahre 2010 wurde das Buch beendet. Das war übrigens ein Vorschlag von ihm. Ja, genau. Dass wir uns jede Woche einen Brief schreiben, und das ging über mehr als ein Jahr. Das ging mehr über als ein Jahr, und dann haben wir im Jahre 2009, war das glaube ich, oder 2010, ich weiß nicht mehr genau, war in Berlin dazu eine Ausstellung, wurden diese ganzen Blätter ausgestellt, und die Originalblätter wurden ans Literaturarchiv Marbach verkauft, und außerdem gibt es aber noch eine Auflage mit Originalarbeiten. Und wenn ich das jetzt hier rumzeige, dann ist es auch ein bisschen dünn auf der Bühne, weil das ist zu klein. Deswegen gebe ich das einfach mal ins Publikum. Könnt ihr euch das mal anschauen. Oder aber ihr könnt es euch nachher auf dem Büchertisch mal anschauen. Okay. Ja, Traumtumtra, so sieht das aus. Tumtra ist das Anagramm von Hartmut. Arbeitsgemeinschaft, Traumtumtra AG. Traumtumtra, Arbeitsgemeinschaft, Gerken Andritschuk vielleicht übersetzt. Untertitel Kommando Friedrich Hölderlin. Und einfach nur mal so, um ein Bild zu kriegen, wenn auch ein kleines Bild aus der Entfernung. Das sind dann also über 100 Dokumente und Briefe und so weiter. Ne? Fahren wir fort im Programm. Ja, ich habe hier eine kleine Veröffentlichung aus dem Hybriden Verlag in der Reihe Elektronik Engels Botschaft mit einem Foto. Der Titel heißt Orpheus, der Sänger und Saitenspieler, sucht hinter den Spiegeln nach Eurydike. Und ich möchte einen ganz kurzen Text vorher vorlesen, der da drin vorkommt. Sun Ra schenkte mir 1971 bei seinem ersten Aufenthalt in seiner geistigen Heimat Ägypten seine sogenannte Sonnenharfe, eine ukrainische Bandura. Sie wird mit beiden Händen gezupft und dabei aufrecht wie eine Harfe gehalten. Ich ziehe bei offenem Mikrofon 55 neue Saiten auf dieses Instrument auf, um es für ein Projekt zusammen mit dem Art Ensemble auf Chicago herzurichten. Die Akustik meines handwerklichen Arbeitens entsteht ohne ästhetische Absicht. Ein absichtsloses Vorfeld der Musik mit dem Atem der körperlichen Anstrengung. Den Raumhall liefert der große Resonanzkörper der Bandura. Was ist da? Ein Telefon. Ein Telefon. Oh ja, bitte alle Telefone einschalten. Meine handwerklichen Aktionen,
des Seitenaufziehens und jede mehr oder weniger sensible Berührung des Holzkörpers dieses Instruments mit dem eisernen Stimmschlüssel wird verhallt. Das Instrument schafft sich seinen Hörraum. Ein mythischer Hörraum wird evoziert, ein Hallraum des Mythos. Traum kennt keine gewollt ästhetischen Strukturen. Der Hörtraum ist weder die Illustration eines Mythos noch seine Nachempfindung, sondern das Kontinuum einer handwerklichen Arbeit ohne beabsichtigte Plotpoints. Ein aufnahmebereites Ohr vernimmt die Geburtswehen von Stimme und Saite im Vorfeld von Sprache und Musik. Eine menschliche Stimme auf der Suche nach Sprache und damit nach Kommunikation. Ein Saiteninstrument auf der Suche nach Klang und damit nach Musik. Nur ganz vereinzelt steigen aus dem phonemischen Vorfeld Wörter auf. Orpheus begegnet hinter den Spiegeln in der Unterwelt einem Glasverkäufer, der Vitrie, Vitrie ruft, Klammer, Jean Cocteau, Orphée 1950. Bestimmte Stimmbandtechniken rücken die Phoneme in die Nähe sowohl des meditativen indischen Drupad-Gesangs wie des Wahnsinns und der Verstörung. Der allgemeine Ruf CQ20, CQ20 sucht in der Morsesprache einen Empfänger in der Hoffnung auf Antwort. Tiersprachen, Signale, Hirtenrufe, versilberte Trommelsprache, Hamboning, Lockrufe, Litaneien, Subconscious Voicings, Sirenen. Die Suche nach Eurydike und die Suche nach dem Ursprung von Buchstabe und Silbe aus dem Atem heraus. Außer einer einzigen Superimposition gibt es in diesem live aufgenommenen Hörtraum keine weiteren Montagen, keine computergenerierten Sounds, keine digitalen Gimmicks, kein Remix, kein Artmix. Wir hören einen kurzen Ausschnitt daraus.
Das Ganze dauert etwa eine Stunde. Ja, so eine Stunde, so zwei etwa. Minuten oder so. 62 Minuten und 13 Sekunden und 10 Millisekunden. Ich habe hier einen längeren Text, ich habe das mal kurz jetzt verändert. Und zwar, das ist ein Text zu einem Künstlerbuch mit einem Maler, der heißt Ottfried Zielke aus Berlin. Und es gibt dazu ein Begleitheft. Das Buch heißt Radtour zu den Quasaren oder Quasaren. Und ja, ich lese das mal einfach vor. Es geht dabei um eine Reise nach Usedom und eine Reise ins All. Stell dir einfach vor, ich schreibe dir von der Front nach einem dreitägigen Kampfeinsatz. Die Situation schien ausweglos zu sein. Meine Einheit und ich waren im Wallis Marineris gefangen. Vor uns, neben uns, hinter uns nur Kilometer hohe Felswände aus Silikaten. Die feindlichen Heere strömten vom Olympus Mons herab, um uns zu umzingeln und zu eliminieren. Aber hier hört die Geschichte auch schon wieder auf. Obwohl ich dir gerne von weiteren Fronteinsätzen berichten würde, aber ich war ja gar nicht bei der Bundeswehr. Hast du eigentlich gedient? Im Geschwader Jelsinski der Nationalen Volksarmee? Ihr habt ja damals im besseren Deutschland gelebt, zumindest nachdem Adolf Hitler sich in die Luft gesprengt hat oder mit einem U-Boot zum Südpol geflohen ist. Dort ist er vermutlich unter dem Kommando Glocke auf den Mond geflüchtet und verbrachte noch einige unbeschwerte Jahre im Mare Tranquillitatis. Ich weiß doch sehr wenig über dich, deine Prägung, die ersten Blicke von unten auf die Beine der Hitlerjugend, 1936 geboren in Berlin, im Jahr der Olympischen Spiele, später Radfahrer, Zeichner, Querulant. Das hört sich ja bereits wie ein Nekrolog an. Die Marsianer haben dich ins Exil nach Schiffmühle geschickt. Oderbruch, Hochwassergebiet im Nibelungenland. Gerade habe ich auf dem Weg nach Usedom die Hauptstadt des Spritzkuchens passiert, Eberswalde. Dort haben sie auch eine Psychiatrie, wo die Patienten mit Springerstiefeln und Tarnkleidung im Bett liegen und Mineralwasser ohne Kohlensäure trinken, abends zu Abilify und Diazepam. Hast du also gedient an der Spritzkuchenpistole? Die Regionalbahn stinkt nach Pisse. Nach Prenzlau hat sich der Zug mit seinem kleinen Gruppenmädchen mit Topmodel-Rucksäcken und sportiven Senioren geleert und der Gestank nimmt immer mehr zu. Vielleicht haben die Menschen zuvor den Uringeruch absorbiert. Jetzt bin ich in Niemandsland zwischen Jazzweg und Jetztweg. Aus dem Lautsprecher ertönt eine Stimme wie bei der Ankündigung eines Atomschlags. Bitte die Fahrtrichtung links aussteigen. Es ist alles grün hier. Auf dem Mars ist alles rot, zumindest in meinem Einsatzbereich. Ein Sammler wird dieses Buch nicht kaufen. Er hat genug von meinen Weltraumbüchern. Sputnik, Die Einsamkeit des Astronomen, Werner von Braun und jetzt das hier, Radtour zu den Quasaren. Ohne Ionenantrieb kommst du nicht weit. Das Malergenie aus Schiffmühle braucht einen engen Raumanzug und dann geht's schnell auf dem neuen Fahrrad vorbei an den schwer atmenden Willi Sitte. Dem fehlt einfach die Kraft und die Leichtigkeit, obwohl er beides sicher einmal hatte. Kraft durch Freude an der Landschaft. Willi Sitte kommt nicht weit und verdampft bereits in den oberen Atmosphären der Venus, während es bei dir mit gleichbleibendem Kraftaufwand immer schneller geht. Nach Pasewalk leerstehende Häuser mit Hansa-Hul-Slogans oder auch Hansa-Ultras, im Abteil Männer in Dreiviertelhosen mit Bauchtaschen und Nationalistenhandschuhen. Ein anderer schleppt schweren Schrittes eine Plastiktüte mit dem Aufdruck, Genuss ist tragbar. Ein Glatzkopf mit Sonnenbrille trinkt Freiberger Bier. Weitere Volkskunde. Zu viele Männer mit zu langen Nasenhaaren. Windräder bewegen sich synchron wie eine BDM-Gruppe bei der Medizinballgymnastik. Und manche T-Shirt-Aufdrucke lassen sich nicht lesen, da die kompletten Schriftzüge von Hemden oder Sakkos bedeckt sind. Nearly 50 St. Texas Boarding Manhattan Yacht. Trassenheide, Stadt der Schmetterlinge. Die Satellitenantenne ist frei von Efeu. Die Zahl 202 neben Gleis 11. Ja, der Sammler hat recht. Das Weltall mit seinen undeutlichen Spermaflecken kann langweilig sein. Der Planet hier ist eigentlich fremd genug. Willi Sitte wusste nichts davon.
Und der Malerfürst Markus Lüppert sicher auch nicht. Der muss seine Verhaftung künstlerisch verarbeiten, nachdem er bei Rot über die Ampel gegangen ist. RFTESO. So etwas könnte unter unseren Figuren stehen. Und immer gibt es dann den Kunden, der nach dem Sinn der Buchstaben und Sätze fragt. Was soll das heißen? Ich war Batman, als es mir noch schlechter ging. Woher sollen wir denn das wissen? Oder T32 trifft E605. Diese Antisitte-Zeichnungen, die zu einem Antisitte-Buch gesammelt werden, muss man nicht verstehen. Ebenso wie die Ereignisse vor dem Urknall. Vermutlich leben wir nur als Blase in einem Meer von Blasen und der Urknall ist auch nur ein temporäres Ereignis nach anderen Urknallen. Und 12 Milliarden Jahre vergehen dabei dann plötzlich wie in einem Wimpernschlag. Wenn du mit dem Ionenfahrrad am Mars vorbeiradelst, bin ich nicht mehr dort. Ich schaue nun auf einen beschissen, waldorfartig geschwungenen Schriftzug an einer Häuserfront. Haus Godewind. Von außen könnte das eine Ferienwohnung, ein Friseur oder ein Bootschuppen sein. Es ist noch ein langer Weg, bis du Rudolf Steiner auf dem Pluto treffen wirst, diese Eiskugel, welcher der Planetenstatus aberkannt wurde. Um mich herum auch nur Zwergplaneten. Zwergplaneten in Dreiviertelhosen mit Löwenzahnblättern vor einem Kaninchenstall. Mittendrin drei Iltis-Skulpturen. Ich habe mich schon immer über diese hemmungslose Ästhetik gewundert. Jedes Kaff hat dort eine Spezialität. Kunsthandwerkerin in trojanischen Kutten fertigen Goldschmuck nach Schliemanns Ausgrabung an. Was sollen diese Iltis-Skulpturen vermitteln? Hier beginnt der Nagetierbereich. Meerschweinchen sind dort auch. Du erinnerst dich sicher an die Spitzfindigkeiten ostdeutscher visueller Poesie. Mit Mozart durch die Woche. Mozart, Diezart, Miezart. Ich kann es noch besser und banaler. Nahe dem Meer wohnen die Schweinchen. Das sind die Meerschweinchen. Meer vor Kosovo. Die Auswirkungen des Unsichtbaren nehmen zu. Satellitenstrahlung der mobilen elektronischen Geräte, die Fließgeschwindigkeiten des Blutes, der Sonnenwind, der die Erde versucht zu durchdringen, aber durch das Magnetfeld gehindert wird. Radioschiff Mühle. Vermisst wird Missy, eine schwarzgefleckte Katze, die zuletzt im Bootschuppen des Kunstmalers OZ gesehen wurde. Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle in Luckenwalde entgegen. Der Kirchenchor Eberswalde lädt zur Paddeltour ein. Unter dem Motto »Mit Monet und Manet durch den Spreewald« organisiert der Heimatverein Lübben eine dreitägige Tour durch die Wassergräben des Spreewaldes. Jeder Teilnehmer bekommt ein Glas Gurken sowie ein Tuschkasten mit RGB-Farben. Am Ende der Tour werden die schönsten Aquarelle im Wellnesshotel die Bleiche ausgestellt. Wo bist du jetzt? Nach dem Mars wird es langweilig. Zum Jupiter ist es noch ein gutes Stück. Ruhe ein wenig auf einem Asteroiden aus und bewundere seinen Schweif im Sonnenlicht. Beende deine Pause mit der Fassbrause, bevor der Himmelskörper geschmolzen ist. Da, wo ich jetzt bin, war einmal ein Stahlarbeitererholungsheim, proletarisches Erbe, keine Bonzen. Sonst wäre es hier ein Riefenstahlarbeiterheim gewesen. In der DDR gab es Helden der Grube und Heldinnen der Nadel. Wir sprachen darüber. Bergarbeiterführer und näheren Ikonen. Die Namen habe ich vergessen. Von vielen Wikipedia-Lesen wird man ganz schwachsinnig und befürchtet schon eine schleichende Demenz. In der Gesundheitsdiktatur lauert überall die Krankheit, Informationsausscheidung im laufenden Band, der stille Ozean der Scheiße, niemand überquert ihn, niemand braucht ihn. Keine Urknallhäppchen zum Frühstück, Henoch, kalter Dämon, Montagmorgen im schwarzen Loch, Absturz in die dritte Hölle. Die Sätze und Figuren sind eindeutig und es bleibt kein Raum mehr für Spekulation. Hier in Kosovo sollen die Kinder am Sonntagmorgen die Glocken der versunkenen Stadt Vineta hören. Natürlich war das eine wohlhabende Handelsstadt und ist durch die Habgier ihrer Bewohner untergegangen. Die pure Sozialneidprojektion. Städte versinken nicht im Meer durch die Habgier ihrer Bewohner. Es sei denn, die Deiche werden nicht erneuert. Hochwassergebiet. Hier hilft die NPD. Jupiter hat ein rotes Auge. Es verfolgt dich auf deiner Tour. Das Auge ist ein jahrhundertealter Tornado. Siehst du rechts neben dir diese Eiskugel mit den vielen Kanälen? Das ist der Mond Europa. Hier kannst du außerirdische Fische angeln. Vorne Barsch, hinten Thunfisch. Ist ein gemeinsamer Bekannter in der Nähe? Karl Friedrich Klaus gehört hier nicht her. Der ist weiter draußen, jenseits den Ringen des Uranus. Da ist eine Gestalt, die auf einem abgesprengten Brocken des Kometen Shoemaker-Levy 9 eine Universausgabe vor sich ausgebreitet hat. Mehlart und visuelle Poesie erhellt durch die Wasserfontänen von Europa, die plötzlich aus den Kanälen herausschießen und zudem von Sonnenlicht beleuchtet werden.
Blitzartig leuchtet ein Knochenkrebsgedicht von Guillermo Deißler auf. Guru Guillermo, zurückhaltender Aktivist subkultureller Kunstnetzwerke. Inhaltlose Kurznachrichten auf dem Mobiltelefon. Jahrhundert, Bluff, Chefsekretärin, Chefköche, ADHS, Bird, Bagdad, Jo, Biskaya, Biftr, Gastspiel, Carfond, Bassschlüssel, Gazprom und noch eine Reihe unaussprechlicher Worte, die sowohl eine Kombination aus Deutsch, Isländisch, Estnisch, Ungarisch oder Türkisch sein könnten. Und alles nur, um mich vom Musikhören abzuhalten und den Rhythmus zu unterbrechen. For the Dead in Space. Es ist so einfach, so zu kopieren. Leuchtturm mit Leuchtturmhäuschen. Ein Felsen in vor der Steilküste. Blaues Licht, weiße Gischt, Shutter Island Szene. Und Leonardo DiCaprio als lobotomisierter FBI-Agent. Mach ein Foto vom Foto. Drucke das Foto vom Foto aus. Lass das Foto vom Foto auf eine Fotoleinwand drucken. Schon hast du eine Kopie der Kopie aus der Ferienzimmeransicht. Und zu den Leuchtturmen des Universums, zu der frühen Hintergrundstrahlung des Eis, ist es noch sehr weit. Thema Tod am Telefon. Auf Beerdigung gehst du nicht. Es ist dir peinlich, das Gleichgewicht zu verlieren und auf den Sargdeckel zu fallen. Und Herr Doktor, wissen Sie, was die Larven zuerst fressen? Ja, die Augen. Über den Saturn müssen wir nicht reden. Früher dachte ich, Saturn wäre mit Saturn verwandt. Das ist Unsinn. Pass auf, dass du von seiner Gravitation nicht eingefangen wirst und als ewiger Radfahrer im E-Ring kreist. Häng dich an die Sonde Cassini und ehre dich mit ihr dem Mond Titan. Gelbe Atmosphäre, schwarze Methanseen, ca. minus 180 Grad Celsius, Dünen aus Eis und Methan, und eine tellerartige Sonde mit einem kleinen Fallschirm, benannt nach dem niederländischen Astronomen Huygens. Woran erkennt man eine orthodoxe Nationalsozialistin? Am Nichtraucher Autoaufkleber? An High Heels mit Strass? An einer Brille mit feuerrotem Gestell? Deine tägliche Lektüre, die Frauen der Nazis, die häkelnde Hexe von Buchenwald, Ilse Koch. Und natürlich Henriette von Schirach, die Hitler als gemütlichen Österreicher beschreibt, der die Menschen ein wenig glücklicher machen wollte. Bist du glücklich in der Umlaufbahn des Saturn, der allmählich seine Monde fressen wird? Voyager was hier, Sun Ra was hier, Space is a place. Danach kommen nur noch Uranus und Neptun. Langweilige Kugel mit schmalen Ringen, tiefblau, aber ohne Wasser. Dieselben Welten hier draußen, Eis und Methan und Rudolf Steiner dann vor der Ortschen Wolke. Beim Pfefferminztee trinken vereist. Wie erlangt man Erkenntnis höherer Welten? Vieles ist aus dieser Welt verschwunden. Strickende Männer in der S-Bahn, Telefone mit Wählscheiben, UFOs über Ostfriesland, der Volksgerichtshof, die Freie Demokratische Partei und ihre 18%, nackte Meditierende am Ostseestrand, Zigarettenspitzen, Tonbandaufnahmen vom Radio, Fellwesten, Brustbehaarung bei Männern, die Hunderasse Afghane, Knickerbocker, stattdessen überall Dreiviertelhosen, wahlweise auch Camouflage, orange getönt. Bis du den Pluto erreicht hast, wird wieder vieles verschwunden sein. Elektrische Zigaretten, Mangolassi, komplizierte Fernbedienung, Personalcomputer, Kühlschränke, die nicht autonom einkaufen können, die Führerscheinprüfung, die Brustkrebsmammographie, der Hausarzt, der wirklich als Mensch existiert, der Tod als Finale. Ich habe nicht deinen freien Blick ins All. Vor dir die Unendlichkeit und hinter dir das Mondmobil. Holztapeten umgeben mich. Der Kleiderschrank ist damit beklebt. An seiner Front haftet ein Spiegelstreifen in vertikaler Wellenform. Und für die Toilettentür wählte man ein Antikmotiv mit abgeblättertem weißen Lack. In Sichthöhe dann ein Bullaugenaufkleber, Strandansicht mit kreisenden Möwen. Spätestens in 3 bis 5 Milliarden Jahren wird das Solariumgewerbe pleite sein. Die Sonne wird sich ausdehnen und auch im Winter die Menschen bräunen. Auf den Jupiter- und Saturnmonden wird dann ein gemäßigtes Klima herrschen. Wo Eismeer war, wird christliche Seefahrt sein. Flatrate saufen auf Enceladus, Gangbang-Partys auf Ganymed, Hochseefischerei auf Europa. Der Preis des roten Riesen ist ein weißer Zwerg. Tätowierte Frauenfüße, rosa, rote, blaue und grüne Haare, unten blond, oben schwarz, ein Motorrad mit einem Wehrmachtshelm, eine Gruppe Jugendlicher mit schwarzen T-Shirts, darauf Neonfarben, der Schriftzug Brandenburg in Fraktur und dem Motiv eines eisernen Kreuzes, der Ostseestrand in deutscher Hand. Peenemünde 2004, Museumsbesuch, V2, Pershing, Werner von Braun, Werner und die Zeitarbeiter,
geleast von der SS, Waffenversuchsanstalt, das Silicon Valley der 1940er Jahre. Wir Deutschen erfanden den Computer, erfanden die Langstreckenraketen, sind die eigentlichen Mondlander. Unweit des Museums das russische U-Boot und ein Andenkengeschäft. T-Shirt mit Aeroflot-Aufdruck. Die eigentlichen Helden der Raumfahrt sind die Hunde, Katzen und Affen, nicht Juri Gagarin, kurz vor dem Verglühen, großer Vorsitzender, Generalsekretär, oberster Diener des Volkes. Gott habe ich im Kosmos nicht gesehen, der Kosmos ist immer das, was du sehen willst. Dunkle Materie, schwarze Löcher, heiße Jupiter im Kepler-System, die lokale Galaxiengruppe, Filamente, Pulsare, Sternenjets und das Ende deiner Reise, die Kasare. Die eigentlichen Helden sind die bescheidenen Seelen, der Radfahrer mit dem Ionenantrieb. Jetzt bist du an der Stelle, wo Voyager noch einmal das letzte Foto von unserem Sonnensystem gemacht hat. Die Planeten wie an einer Perlenschnur gereiht. Die fremdartigen Welten des Saturn und des Neptun nun plötzlich vertraut. Bei deiner augenscheinlichen Geschwindigkeit bist du morgen im Alpha Centauri-System. Van Gogh malt keine Sonnen mittlerer Größe mit einer Lebenserwartung von 10 Milliarden Jahren. Van Gogh malte rote Riesen, Aldebaran, VY Canis Majoris mit einer Lebenserwartung von einigen 100 Millionen Jahren. Sterne, die sich bis zu den Rändern unseres Sonnensystems ausdehnen würden, ihre Energie verschleudern und rasch in sich zusammenfallen. Wir sind gemäßigte Künstler. Stetiger und effizienter Energieverbrauch, keine Drogen, keine Epilepsie und keine Strohhüte, vernünftige Ernährung, normale Bilder, flache Hierarchien. Stalin gleichberechtigt neben den Teletubbies, die Nachwelt wird keine Nacktfotos von uns finden. Ich schalte den Fernseher ein, Hitler spricht. Die erste Roboterhochzeit in den USA, einer im Jahre 1763 erbauten Kirche. Eine künstliche Intelligenz gibt der anderen ihr Ja-Wort, die Ringe sind aus Edelstahl. Ich wechsle wieder den Kanal. Hitler auf der Terrasse des Berghofs. Hitlers Hund und Hitlers Hoden, die romantische Bestie. Das Böse wohnt nebenan. Es grüßt freundlich. Es hat die Haare leicht rosa gefärbt. Es ist nicht laut und nicht zu leise. Am Sonntag isst es Kartoffelbrei mit Schweinekotelett. Das Böse hat einen Vibrator im Nachtschrank und besucht Live-Konzerte von Christelburg. Wenn die Rassengesetze und der Heimatschutz verschärft werden, wird das Böse aktiv und geschwätzig. Unendliche Welten, wie langweilig, aber diese Himmel, je näher man zum Zentrum der Galaxis radelt. Unglaubliche Leuchtfeuer, Sterngeburtsstätten, Orion und Adlernebel. Man muss nur lange genug in der Zukunft unterwegs sein, um in der Vergangenheit anzukommen. Oder absolut modern sein bedeutet, sehr altmodisch zu sein. Schick mir bitte eine Kurznachricht, wenn du auf einem bewohnten Planeten mit einer Menschenräucherei vorbeikommst, so wie man hier Schollen räuchert. In Schürzen mit Lipzer Pilzaufdruck. Die Nachricht bitte direkt via Quantenmuster. Ich bin im Neuronenquartett gefangen, immer nur 4 Sätze in den letzten Tagen. Schwimmen von einer Buhne zur anderen, langsamer als Voyager, während du schneller wirst, immer schneller. Annähernde Lichtgeschwindigkeit, später dann zweifache, zehnfache, hundertfache Lichtgeschwindigkeit. Von einem Spiralarm in den nächsten und Andromeda bereits in Sichtweite. Bei geschlossenen Augen höre ich Dialekte. Nationale Freizeit. Die Insel kennt keine Orientalen. Und alle Sandalen sind weiß, beige oder nussbraun. Die Herrin des Hauses heißt Blum. Henriette Blum, Erika Blum. Eine große, beige Spinne, die hinter der Rezeption sitzt, gelassen und ruhig wirkt, aber im nächsten Augenblick zum Sprung ansetzt. Ferienkinder füttern Gehegehasen. Und Meerschweinchen fressen den Hasen das Futter beim Fressen aus dem Mund. Die Hasen landen vermutlich in der Küche. Die Meerschweinchen sterben an Altersschwäche. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mit dem Keck-Teleskopen. Vielleicht besser auf einem Berg in der Atacama-Wüste? Unwahrscheinlich, dass dich das Kepler-Teleskop für einen Exoplaneten hält, der kurz das Licht eines Sterns verdunkelt, wenn sich dein Fahrrad vor ihm schiebt. Schreiben ist wie Gehen im Sand. 300 Meter kommen einem wie 300 Kilometer vor. 10 Seiten Fahrradtour zu den Quasaren müssten reichen. Eine Seite für 1 Milliarde Lichtjahre. Tieropfer neben Urknallhäppchen. Die Freiheitsstatue in der Strahlung eines Neutronensterns. Du kommst am Rand der Blase an und siehst den Urknall in einer benachbarten Blase. Auf Wiedersehen, Ostseestrand. Auf Wiedersehen, Meerschweinchen. Hier hat der Kater vor einigen Jahren 10 von euch gefressen. Auf Wiedersehen, Schiffmühle wirst du nicht mehr finden. Dieses Sandkorn in einem Strand von Sand.
Nach diesem schweren Text möchte ich mit etwas ganz Leichtem weitermachen. Und zwar ist die Situation dieser Aufnahme, aus der ich einen kleinen Ausschnitt vorspielen möchte, 2006 stand ich um 4 Uhr morgens zwischen etwa 40 Gongs in meinem Garten in Herrsching, Warteweil, und habe gewartet auf die ersten Vögel. Das war im Mai, glaube ich, im April, wenn die Vögel anfangen zu singen. Und ich wartete auf den Gartenrotschwanz. Das ist der Vogel, der als erster morgens etwa um 4 Uhr beginnt. Und dann werden es mit der Zeit immer mehr. Und ich habe dort 90 Minuten lang dann mit diesen Vogelstimmen und mit meinen Gongs gespielt. Ich hatte manchmal den Eindruck, die Vögel haben das gespürt, was ich machen will. Denn etwa nach einer Stunde hat sich eine Amsel auf einen Zweig gesetzt, vielleicht höchstens 2 Meter von mir entfernt, und hat gesungen wie ein junger Gott, während ich die Gongs bearbeitet habe. Können wir da mal reinhören. Thank you.
Da habe nicht nur ich gespielt auf den Gongs, sondern auch der Wind, der Morgenwind, als er da kam. Das hörte man an einer Stelle hier an der, am Schluss. Da ist der Wind in die Instrumente, die da hingen, gefahren, hat die Instrumente selbst aneinander geschlagen. Das war also ein Versuch von Interspezieskommunikation. Daraus möchte ich dann nachher nochmal ein Beispiel bringen. Die CD ist erschienen, Entschuldigung, hier in diesem Verlag dieses Herrn in 25 Exemplaren. Ja, gibt es jetzt leider nicht mehr. Gibt's das nicht letzte mehr. Hat der Veranstalter gekauft. Geht alles weg, wie die warmen Wecken. Ja, 25 ist ja nicht so, aber das ist ganz schön, weil Hartmut hat hier eine Originalcollage noch auf der CD-Hülle. Heinz Erhardt hat immer gesagt, ich sag schon wenn. Ja, war sehr nett, dass Sie hier waren. Nein, Quatsch. Ja, also wie gesagt, vorne sind ja so einige Produkte von Hartmut, von den Winterweil-Editionen. Und Minone hast du, glaube ich, mitgebracht. Oder vielleicht sagst du nachher was dazu. Es gibt einen kleinen Tisch vom Hybriden Verlag. Also der Hybriden Verlag existiert seit 1993 in Berlin und hat sich spezialisiert auf Künstlerbücher. Da gibt es auch so Künstlerbücher mit in sehr minimalen Auflagen. Und ich habe mal eine Sache heute mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte. Das ist von einer jungen Künstlerin und Schauspielerin namens Lea Dreger. Und das Buch heißt Katholikenbus nach Lourdes. Das kann man gleichzeitig blättern, aber auch als Leporello. Und wir wollen mal die volle Pracht jetzt zeigen als Leporello. Also das ist so das Cover hier. Muss mal sehen, welche Seite. Du fängst jetzt an. Das ist eine Auflage von 8 Exemplaren, war das, und ja, das ist, die kannte ich gar nicht, und die fragte mich und brachte eine Mappe mit, und das geschieht ja immer seltener, dass jüngere Künstler auf den Buchmessen zu einem kommen, wahrscheinlich weil sie irgendwie beim Kunststudium jetzt auch schon Management und Kunst belegt haben, beziehungsweise so Vermarktung. Und es gibt immer weniger Leute, die Mappen zeigen, was ja manchmal auch lästig ist, aber die war richtig gut hier. Das ist richtig gut. Und ist mobil. Ja, und genau, das ist also hier, der Text stammt auch von ihr, den lese ich jetzt nicht, den kann ich auch ganz schwer lesen, auch mit so einem Ziffern. Den hat sie gelesen, geschrieben. Den hat sie geschrieben und dazu eben hier, das ist also alles original gemalt, ne? Ist nicht gedruckt, das ist handgemalt. Und das ist mal so ein Beispiel von vielen, wie ich auch arbeite. Ja, und da gibt es ein Original und... Nee, acht. Acht Originale. Acht Originale. Das ist alles Original. Ja, das muss man sich so vorstellen, dass alle Zeichnungen, also die Gestaltung der Seiten immer ähnlich sind mit den Motiven, aber nie identisch. Das ist so eine Sache. Und zumindest ist das was ein bisschen opulenter ist, während diese Dinge, ja, das ist schwierig zu zeigen hier auf der Bühne. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir haben hier stehen Waiterwall-Edition. Möchtest du was zu deinem Waiterwall? Das mache ich lieber am Schluss. Okay. Und ich möchte da Abschnitte lesen aus meinem Buch, was vor einer Woche aus der Druckerei kam. Ich werde das jetzt hier mal. Und dann hoffe ich, dass da was drin ist. Ja. Ich schlage das einfach mal so auf irgendwo, wo auch immer, und fange mal einfach an zu lesen.
Wasser, Ohr, das heißt, ich muss erst noch was dazu sagen, das ist ein Buch, das keinen Unterschied mehr macht zwischen Prosa und Lyrik. Hinten auf dem Umschlag steht zum Beispiel drauf, und die Sprache ist etwas ganz anderes, als was sie bezeichnet. Ich kann einen Gedanken kaum noch weiter als über einen einzigen Satz hinaus verfolgen, weil die Unzulänglichkeit der Sprache eine Verlängerung des Gedankens verhindert. Im Wesentlichen will ich nichts anderes als meinen Lettern zum Chaos verhelfen. Das Schlittschuhlaufen auf der Sandbank ist ein Hysteropoteron und schweigend ins Gespräch vertieft auch. Wasser, Ohr, friedliche Liebe und streuest und treueste, sie, Mens, sieben überzugehen und wieder zu klären. Diese Worte, hinter denen die Gewissheiten so leicht verschwinden. Eine gesunde Wirtschaft braucht kranke Menschen. Die Pornografie hat dieselben Wurzeln wie die Religion. Literatur war immer ein Bedürfnis der Problemdarstellung. Wie ist es möglich, weiterzuschreiben, wenn die Probleme im Großen und Ganzen gelöst sind, und zwar nicht nur in Afrika. Und ohne Glück vom Wohlbefinden abgelöst, wurde das Interferenzschleifen mancher Konnotationen, hat einen besonderen Geiz, seit man den Punktsieg und das Unentschieden einführte, ist das Boxen in eine Phase der Dekadenz eingetreten. Das Buch heißt übrigens Des Boxers. Glücklicherweise fällt es mir immer schwerer, etwas Stringentes, Zusammenhängendes zu schreiben. Bei einer Trauerfeier für einen Obergeier im Grausenhause Krupp sagte der Oberpfaffe aus der Oberlausitz, der klerikale Hochschleimer Gauck, Klammer wörtlich, die Gesellschaft sei durch die Krupps schöner, besser, ja, menschlicher geworden. Wer kann diesen Hohn toppen? Auch im Sterben weiß man wahrscheinlich gar nicht so recht, was man für ein Gesicht machen soll. Ich werde meine Wörter und Sätze von mir aus niemandem anbieten, so wie man alten Wein und einen Tafelspitz anbietet. Und es ist erfreulich, wie wenige Wörter meiner Welt zu mir zurückkommen. Ich versuche mich daran zu erinnern, was mir vor einer Stunde ums Verrecken nicht eingefallen ist. Wo eine Diskrepanz ist, selbst der Sprache, die Wahrheit, sie erschöpft sich in lächerlichen Symbolen und Ismen. Da hängt ein Bild, das ein junges, in weiß gekleidetes, vornehmes Mädchen mit einem roten Buch in einem sonnendurchfluteten Park zeigt. Starr vor Schreck verweilt der Autor vor der Nemesis-gesicherten Tür. Der hellgelbe Schein seiner Lampe entspricht den leuchtenden Blitzen, die zusammen mit den schwarzen Wolken den Horizont bestimmen. Alle Bücher haben Beziehungen untereinander. Lesen spielt sich ausschließlich im Hier und Jetzt ab. Es hat keine Bedeutung für eine Ware, oder werde ich in den letzten 70 Jahren niemals gelebt haben? Die Lektüre ist eine Ouvertüre zur Aventüre. Was ist das, was mich verletzt, weil ich nahezu jedes Mal vergesse, mich zu entschuldigen vor dem Baum, der schneller fällt als gedacht? Gilt eine Entschuldigung auch nachträglich? Vor den zerlegten Stücken des Stamms,
vor dem wirren Astwerk am Boden vorm Verdorren und Verfaulen, in die Richtung, in die die Äste weisen, wird er fallen. Der Weilheimer Zoll ist ein Beamtenzoo, Déjà-vu meines Grenzübertritts von Ost-Berlin nach West. Eine der DDR-Mädels oder BDM-Mädels, flachbrüstige Bohnenstange, behandelte mich mit einer Handvoll Batterien, bis ich zitterte am Leib vor Spannung oben und unten und mittig. Plus das faschistische nordschlamerikanische Hetzwerk, dem ein krimineller Schwarzer vorsteht. Oh, Bammer! Gefährlich dummer Scheißer, von christlichem Fitzliputzli geraten, Mordsgeselle einer Vorzeigedemokratie. Her mit dem Mäufe, her mit dem Mäufe! Mit der Strumpfhose überm Kopf. Pfeif, Frumpfhofe! Auf die Liste geschrieben, 5 Tonkassetten, 8 Batterien, eine Plastiktasche, ein Netzgerät, ein Kassettenplayer. Ich denke an die Milliarden, die die Europa-Verbrecher hin und her schieben. Schieber, wortlos verlasse ich den Zoo. Mein Zittern will ich diesen Zollaffen nicht gönnen. Dagegen die Venus vom Hohen Fels und die von Willendorf vergleichbar mit dem Blick aus dem Arbeitszimmer von Nikephor Niepce, 1826. Da, titte, kerre, tacke, terre, terre, kette, tacke, da, titti, kerre, tacke, tuna, kerre, nacke, da, titti, kette, tacke, terre, terre, kette, tacke, da, titti, kette, tacke, dina, kerre, nacke. Mischung Chandakosh und Malkosh oder auch Chandakauns und Malkauns. Die Schramme im Knochen über der Braue vom Pickel eines Kupfergräbers. Am Arbeitstag klingelte es an der Haustüre und der Traum ist futsch. Einerseits mehr entfallen, hat immer noch eine Kontur, aber wie kann man diese Kontur fassen? Und wie könnte man das Eiermehl beziehungsweise innerhalb dieser Kontur, aus denen der Beschreibende ist, in etwas, was nichts geworden ist? Es ist ein Schatten in meinem Gehirn, jedenfalls ist es nichts, was mit Buchstaben zusammengezogen werden kann. Und je mehr ich über dieses Phänomen nachdenke, desto weiter entfernt sich der entfallene Satz von mir, ähnlich einem Raum nach dem Aufwachen gegen Fraser verloren, gegen Norton Kieferbruch, besser als die Hasenbalz im Blasenhals. Du hast erblickt ohne Gefahr die nackte Athene, die keusche, die barmherzige Pallas. Wer etwas vergisst, hat etwas gewonnen. Im Thriller von Manila, am Abend ein kühler Augen, 7 Schläfer, am Morgen eine Kalle. Samt der Größe von innen nach außen drängen, kann das schon Literatur sein, Votum innen. Ein Nichts an Buchstaben herrscht, ein Herz, ein Stinker, ein Dreck, aber kein Mensch am Straßenrand, ein Tor, ein Schauer, ein milder Pole, Einfuhren netto, ein Musterland Pretoria, ein Hehler der Schwede, ein Turnier, ein Gerät, nie Doris Pluto Virusschwanz, Körperhälfte am sonnigen Morgen nach der gebotenen Seele. Alle schlechten Autoren sind überbezahlt. An die Stelle des Romans die Notiz setzen. Was sind ihre Beweggründe? Warum stehen Notizen nicht still? Warum rotieren sie und lassen nicht locker, bis sie sich zwischen 2 benachbarten Gebäuden ungefragt haben bei Verwandten oder Freunden? Mein Notizheft ist ein Homo, dich hoch, leise und ohne ihn durchzudrücken, abdrücken. Meine Bücher sind Energiequalen von nicht geschriebenen Romanen. Nein, das ist Nonsens. Meine Notizen
und der Roman haben keine Verwandtschaft, nicht einmal um fünf Ecken. In meinen Büchern identifiziere ich mich ausschließlich mit dem Autor. Und alle Planetenbahnen haben das Bestreben der Enge. Je mehr ich mich in die Gegenrichtung drehe, desto weiter komme ich. Jeder nimmt seinen Tod mit ins Grab. Oft sind die Gedanken einander sehr fremd. Gegenstände verflüchtigen sich in dem Moment, in dem sie beim Namen genannt werden. Soweit mal. Ein kurzes Gedicht. Etwa 400 Seiten. Hinten ist ein Namen-, Orts- und Sachweiser. Das Buch kann man also nach dem Index lesen. Da sind alle Namen drin, die da vorkommen. Und jeder kann nachgucken, wo er vorkommt. Das geht dann ganz schnell. Man kann also richtig selektiv lesen. Das ist kein Buch, das man von Anfang bis Ende durchlesen soll, sondern man kann es aufs Klo legen und anfangen, wo man will. Und auch aufhören, wo man will. Ja, ich schreibe ja seit Jahren schlechte Literatur, die ja keine Literatur ist. Und ich schreibe auch seit 1998 Tagebuch und das veröffentliche ich alle drei Monate, das heißt MMM Diarium. Das ist so, da gibt es immer so fünf Künstler, die dazu arbeiten. Hier so Fotos sind da drin und so. Und ja, das ist so. Ich verkaufe alles. Hier ist Telefongespräch. Mit Uhrzeit und den ganzen Mist und alles Mögliche ist da drin. Alles sehr denunziatorisch, ja. Ist klar. Ja. Und ich habe also jetzt, vorhin habe ich ja einen Ostseetext vorgelesen und jetzt kommt ein Nordseetext. Nordseeinsel Amrum. Das ist noch nicht veröffentlicht, aber das wird dann wahrscheinlich im Januar oder Februar veröffentlicht. In dem neuen MMM-Diarium. Erscheint viermal im Jahr, hat eine Auflage von 15 Exemplaren. Und ja, es gibt so 8 oder 9 Abonnenten für diese Reihe. Und die Kosten? Die kosten 300 Euro. 300 Euro. Ja, Freitag, 17. Oktober bis Samstag, 25. Oktober 2014. Schon wieder Amrum, obwohl ich gar keine Lust habe, dorthin zu fahren. Das Wetter soll schlecht werden. Eine Woche Dauerregen, grau in grau. Jack Wolfskin Rentner in roten und türkisen Windjacken. Warum sind sie so bunt? Fürchten sie sich vor den wenigen Verkehrsteilnehmern hier überfahren zu werden? Gegen 8 Uhr sind wir am Bahnhof Südkreuz. Beschwerliche Fahrt, ohne umzusteigen, zum Fähranleger nach Dagebühl. Als Highlight eine Begegnung auf dem Hamburger Hauptbahnhof mit einem Paar Ende 50, Anfang 60 auf dem Bahnsteig. Beide Raucher, beide kommunikativ, Nichtraucher lesen immer nur die ganze Zeit. Vermutlich südafrikanische Autoren, die in Estland leben oder umgekehrt. Zwischendurch essen sie Karotten aus Tupperwarenschalen. Das Raucherpaar ist unterwegs nach Sylt. Dort bleiben sie für 3 Tage. Wahrscheinlich wird man das Rauchen bald in der Öffentlichkeit und auch in Mietwohnungen verbieten. Stattdessen wird man dann halt mal Medikamente nehmen gegen Depressionen und zur Selbstreprimierung. Einen ausgesprochenen Selbstoptimierer treffe ich aber nicht im Zug. Ich lese ein weiteres Buch von Robert A. Monroe, Unternehmer und Bewusstseinsforscher, der im Jahre 1958 die erste sogenannte außerkörperliche Erfahrung hatte. In der Folgezeit wiederholten sich diese Erlebnisse ständig und Monroe war in der Anfangszeit außer sich vor Sorge und Angst, der sich dieses Phänomen nicht erklären konnte. War dieses Erlebnis Symptom einer beginnenden Geisteskrankheit oder eines Hirntumors oder die Vorboten eines Schlaganfalls? Monroe konnte eine lange Zeit mit niemandem darüber reden, selbst mit seiner Frau nicht, die er nicht beunruhigen wollte. Als Besitzer von mehreren Radiostationen und erfolgreicher Unternehmer wusste er, dass man wahrscheinlich an seiner Entscheidungsfähigkeit zweifeln würde. Ein Arzt hielt ihn weder für psychotisch, noch fand er einen Hirntumor und ein Psychologe riet ihn dazu, in Indien einen Yogi aufzusuchen, obwohl er überhaupt keinen Bezug zu fernöstlicher Philosophie hatte. Also blieb Monroe nichts anderes übrig, das Phänomen allein zu untersuchen.
Wir sitzen in der Sonne auf einer Plattform vor einem Restaurant. Ab und zu werden durch einen Lautsprecher Namen gerufen. Dann werden die Gerichte abgeholt. Die Fähre kommt pünktlich. Sie heißt Utlande. Das Wort ist stellvertretend für die nordfriesische Insel und Heiligwelt. Wir finden einen Platz im Restaurant direkt vor einem Monitor, der die ständige Position der Fähre via GPS anzeigt. Auf dem Aussichtsdeck drei junge Männer in der Nähe des Aschenbechers. Sie mischen Cola mit etwas Hochprozentigem in einer schwarzen Kunststoffkugel. Wahrscheinlich wollen sie sich die Bombe geben. In Wittün auf Amrum erstmal in den Supermarkt und ich ziehe allein die Koffer zur Südspitze 34. Leider haben wir die Wohnung 25 links und nicht 22 rechts. Meine erste Handlung ist, die Betten umzustellen. Den zweiten Schlüssel hat der Feriengast verloren. Die Schlieters, unsere jahrzehntelangen Vermieter, scheinen die Insel verlassen zu haben. Jetzt hat Frau B. die Verwaltung übernommen. Ich treffe sie mit Feriengästen und zwei kleinen Hunden vor ihrem Kellerbüro. Die Sauna wird nicht richtig heiß, der Duschstrahl ist zu schwach, das Schwimmbad zu kalt und die Gegenstromanlage deaktiviert. In den Folgetagen bewölkt, windig, regnerisch, grau in grau. Die Wetter-App hat recht. Und natürlich gibt es diese positiven Jack-Wolfskin-Friesentorten Nichtraucher-Rentner in ihren bunten Windjacken und Gummistiefeln. Man trifft sie auf den Bohlenwegen und in den Cafés neben glatzköpfigen jungen Familienvätern, die ihren Kindern aus Kinderbüchern vorlesen. Und Achim ging zum jungen Seepferd und das junge Seepferd sagte, daneben eine junge Mutter mit einem anderen Kind an der Brust. Danach dann ab in den Biomarkt zur leckeren Sesamschnitte. Einen älteren Herrn treffe ich in der Sauna. Er ist 75, hat einen sehr vitalen Körper und hasst die Japaner. Er sagt, die Kerle dort könne man nicht einmal nach dem Weg fragen. Die fürchten dauernd, ihr Gesicht zu verlieren. Was ist das nur für eine Kultur? Als Europäer tritt man dauernd ins Fettnäpfchen und macht ständig etwas falsch, was einem gar nicht bewusst ist. Außerdem sind die total autoritätsgläubig. Ich mag den Mann, auch seine Frau ist angenehm. Die sieht man kaum, da sie sehr krank ist und meist in der Ferienwohnung sich aufhält. Die beiden kommen schon seit den 1970er Jahren auf die Insel. Die Tage vergehen mit Lesen, Zeichnen, Streiten, Spazierengehen, obere Wandelbahn, Bohlenwanderweg bis zum Vriakernsee, dann durch den Wald zum Bäderland oder noch etwas weiter durch ein anderes kleines Wäldchen zum Campingplatz. Auf Amrum kann man immer schwerer sterben, denn neben den Bänken in den Dünen ist jetzt immer eine Notfall- und Standortnummer angegeben. Fotos mache ich kaum, einmal auf dem Weg zum Leuchtturm eine Serie von Selbstporträts, die mir ganz gut gefallen. Der Wind bläst die Haare stark nach hinten und die Augen sind ein wenig zugekniffen. Ich zähle Schritte mittels eines automatischen Schrittzählers und komme zuletzt auf einen Durchschnitt von 15.000 pro Tag. Diverse Cappuccinos mit Kuchen draußen in einem Strandkorb vor einem Café. Der Platz ist trocken, die Oberfläche des Tisches nass und manchmal weht mir der Schaum des Heißgetränks ins Gesicht. Wir treffen eine Münchnerin, die mit ihrem Hund nach Amrum gezogen ist. Ein Zimmer, Dachwohnung, 77.000 Euro, kein Mann und keine Frau. Eine Tochter in München, sie sagt, man kommt mit den Leuten hier schon klar, obwohl sie diese Inselbekanntschaften nicht als Freunde bezeichnen würde. Zu den alten Geschlechtern der Insel, wie den Quedens, würde man keinen Zugang bekommen. Die würden unter sich bleiben und die Zugezogenen niemals akzeptieren. Wenn man allerdings krank ist, wird die Insel zum Horror. Morgens mit der Fähre zur Chemotherapie und anschließend zur Bestrahlung nach Kiel. Es gibt keinen Tag mehr, an dem es nicht regnet. Manchmal längere Pausen. In einer dieser Pausen gehe ich von Wittün nach Nebel am Watt entlang, mache kurz in der Nebeler Kirche Halt. Touristen mit knallroten Regencapes und Fahrradhelmen, den Rucksack unter den Cape, was dermaßen lächerlich aussieht, da es wirkt, als hätten sie einen Buckel. Im Gästebuch der Kirche danken viele Touristen Gott für den Aufenthalt auf dieser schönen Insel. Aber warum denken die Leute immer, dass Gott in einer Kirche wohnt? Ich setze meinen Weg nach Dortdorf fort. Der ist öde, regnerische Landstraße, einige Kühe, einige Pferde. In der Ferne Traktorengeräusch. Im Dortdorf Kaffee Schuld, Außenterrasse im Regen, Schokoladenkuchen und Cappuccino. Ich will mich hier nicht länger aufhalten. Ich habe das Gefühl, mit den Wanderern, Familienvätern, radelnden Rentnern und Kräutertee-Trinkern nichts gemeint zu haben. Ich fühle mich überhaupt nicht zugehörig, aber das gefällt mir ebenfalls nicht. Also gehe ich gleich wieder zurück durch den Wald nach Nebel und noch anschließend am Leuchtturm vorbei nach Wittün. Nachdem ich etwa 4 Stunden über die Insel gewandert war, bleiben kaum Eindrücke zurück. Kein Naturereignis, Lichtspiel auf den Dünen, Wolkenspiegelung im Wasser, irgendein außergewöhnliches Gesicht, nichts.
Amrum wirkt wie die graue Bahnhofsunterführung in Löhne, Ostwestfalen, mit Regen, Wind und sprechenden Grabsteinen. Ich bekomme eine Ahnung davon, was es heißt, Insulaner zu sein. Man beginnt diesen Ort zu hassen und vermutlich auch sich, der sich auf dieser Insel bewegt. So sind auch die meisten Menschen hier dröge, wortkarg, unfreundlich und dem Alkohol ziemlich zugeneigt. Also, aber niemand muss hier sein und dieses Grau in Grau mit dem unablässig heulenden Wind hat sicher seine eigene Qualität. Eines Abends komme ich gegen 22 Uhr auf die Idee, etwas essen zu wollen. Auf dem Weg in die Stadt treffe ich einen alten Bekannten und dessen Bekannten. In der Nacht und der Einsamkeit der Insel wirken die beiden wie Satanisten. In Wittin gibt es nichts mehr zu essen. Keine Schokolade, keine Erdnüsse. Haben wir nicht mehr. Nö, Küche ist zu. Ist hier eine Touristeninsel. Ach so, vielleicht findet man mich im Morgengrauen verhungert am Fähranleger. Leichen können heute nicht transportiert werden. Ist Ostwind. Ansonsten ist aber alles gut. Der Apotheker lebt noch, sein Hund, der helle Hoverwart, nicht mehr. Ich frage eine Kollegin, wobei ich eine mittelgroße Flasche Iberogast bestelle. Wie lange ist denn der Hund Ihres Kollegen schon tot? Weiß ich nicht. Wieso, kannten Sie den Hund nicht? Oder sind Sie noch nicht so lange auf der Insel? Doch, aber der Hund interessiert mich nicht. Als wir abreisen, scheint die Sonne. Sie ist wahrscheinlich froh, uns los zu sein. Die Rückreise klappt mit wenigen Problemen. Gegenüber sitzt eine Frau, die Wechseljahre von Hera Lind liest und anschließend mit ihrem weißen MacBook von 2004 herumklappert. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir haben vorhin diese Aufnahme gehört mit den Gongs und den Vögeln. Ich habe zu Hause ein Insektarium. Und innerhalb dieses Insektariums ist auch ein Hummel-Nistkasten, den ich im frühen Frühjahr, im März, präpariere mit Baumwolle und so weiter. Und praktisch einen Palast für eine Hummel vorbereite, für eine Hummelkönigin, die ich einfangen muss. Wenn sie aus der Erde rauskam, vom Winterschlaf, muss ich sie einfangen und in diesen Hummelnistkasten hineinleiten und sehen, ob sie den Palast annimmt oder ob sie wieder wegfliegt, weil sie schon ein Nest gebaut hat. Ich habe dann in diesen Hummelnistkasten, bevor die Hummel eingesetzt wurde, Mikrofone eingebaut. Zwei OKM, zwei Originalkopfmikrofone in das Nest hinein, in die Baumwolle hinein. Und die Hummeln haben dann um diese Mikrofone herum ihr Nest gebaut. Und ich habe dadurch sehr intime Aufnahmen von einem Hummelvolk bekommen. Diese Aufnahme wurde im Bayerischen Rundfunk urgesendet. Das heißt, es war ein Stück von 70 Minuten. Und es wurde in diesen 70 Minuten kein Wort, kein menschliches Wort gesprochen, sondern nur die Hummelsprache. Ich wollte eigentlich schon während der Nachrichten im BR mit den Hummeln beginnen, aber das wurde mir dann nicht genehmigt. Aber ich fand es dann doch ganz schön, in dieser miserablen Medienlandschaft so eine 70-minütige akustische Oase zu gründen mit Hummelgeräuschen, mit Hummelsummen und so weiter. Es ist eine ungeheure Bandbreite von Sounds, die Hummeln fabrizieren können, wenn man außen an den Nistkasten klopft, dann fängt innen eine ungeheure Revolution an. Die Hummeln, die fangen plötzlich an zu ein Aufbrausen. Und das sollten sich unsere Politiker heute einmal zu Herzen nehmen, denn wenn man an ein Volk klopft, muss es mit Aufruhr im Innern rechnen. Dieses Hörspiel oder diese Aufnahme ist nicht bei meinem Freund und Verleger herausgekommen, sondern in der Eschenau Summer Press des Künstlers Hermann de Vries, seiner Eschenau Summer Press.
Und das ist nur ein Umschlag, die CD und dazu meine Partitur dieses Hörspiels. Sag mal, was machst du denn dauernd? Tja, ich weiß auch nicht, ich muss es dir immer aus dem Weg räumen. Das ist so die Partitur dieses Hörspiels, in der ich im Studio dann gearbeitet habe. So sieht man es, glaube ich, besser. Können wir da auch wieder so in der Mitte etwa einsteigen? Thank you.
Es ist eine Morsesprache, das heißt immer CQ20, CQ20. Das heißt im Amateurfunk allgemeiner Anruf, also man versucht Kommunikation zu bekommen mit einem Terrestris. Opus terrestris ist der lateinische Name für die große Erdhummel. Das ist eigentlich die gängigste Hummel, die es bei uns in Deutschland gibt. Und dieses Stück wurde sechsmal ausgestrahlt von verschiedenen Sendern. Es wurde produziert vom Bayerischen Rundfunk. Und ich habe zur Bedingung gemacht, dass jede weitere Ausstrahlung mit einer neuen Stimmschicht von mir überlagert werden muss. Also jede neue Ausstrahlung hat wieder einen anderen Charakter bekommen. Und so war die Wiederholung im Bayerischen Rundfunk war dann die erste Überlagerung und dann wurde es in einer öffentlichen Aufführung im ORF in Wien gesendet, vor Publikum. Da war ich auf der Bühne und habe den Sound, die Kommunikation mit den Hummeln versucht. Dann wurde es im Linzer Rundfunk produziert, wieder mit einer neuen Schicht. Dann die sechste Produktion war in Australien von ABC Radio in Sydney und die letzte vom Westdeutschen Rundfunk.
diese, man kann diese Sachen, die ich hier vorgeführt habe und was du auch gezeigt hast, auch alle käuflich erwerben draußen. Alles, was da draußen auf den Tischen liegt, kann man erwerben. Was haben wir denn noch? Du hast noch was, glaube ich, oder? Ich hab eine Menge, aber... Einen Blocktext wolltest du? Oder ja, ich könnte drei kurze Texte aus meinem Blog, der Datenmessi, Zentralorgan für Egonauten und Spam-Roboter, ja, vorlesen, aber da mache ich eigentlich jedes Jahr auch ein Lesebuch. Da ist auch sehr viele Texte von Hartmut, das ist eben nur im Internet erstmal veröffentlicht und dann auch in so einer kleinen Auflage von 10 Exemplaren mit künstlerischen Originalarbeiten. Davon gibt es was. Wir können aber auch reden, wenn ihr Lust habt zu reden. Damit das vielleicht nicht so einseitig ist, wir lesen euch was vor und ihr hört zu. Das ist, mit den Hummeln fand ich gut, aber der Sound der Hummeln, das ist toll, ne? Wenn der pure Sound ist vielleicht irgendwie, das hat sowas von Mantrik. Und ich habe ja mit Hartmut auch mal eine CD gemacht, hat er mir vorgespielt. Das ist ja immer ganz toll. Man kommt nach Herrsching und dann hat er irgendwie 300 Kassetten und irgendwas ist immer dabei, was man digitalisieren kann, was immer ganz gut ist. Und eins war ja so die Mönche von Erling, wo er mal irgendwie in den 80er Jahren 300 grunzende, schlafende, schnarchende Schweine aufgenommen hat. Ne? Da haben wir auch mal eine CD von gemacht. 300, ja, Schweine in einem Schweinestall. Was haben wir jetzt? Wir haben Hummeln, Schweine, Vögel, Schweine, Hummeln, Delfine, Wale noch nicht. Nee. Gut. Das ist jetzt so ausgelutscht. Ausgelutscht, stimmt. Ja. Da liest doch noch so ein paar Blocktexte, ist doch okay. Wie geht's euch denn? Ja, wollt ihr was hören? Schweine hören? Hast du die? Die Schweine sind doch, die sind draußen, ja. Veranstalter, holen Sie bitte die Schweine. Die Mönche von Erling heißt es, genau. Schönes Stück. Das ist wirklich wie tibetische Mönche, ein bisschen, also ähnelt. Ja, das passt ja für Andex ja auch. Ja. Kann man von Anfang an. Ist da auch ein schönes Bild drin? Nee, da ist ein Text dabei. Ein Text ist dabei, ja. Ein Text über Schweine in der Volksglauben. Nee, mehr Schweine nicht. Was ungeheuer Menschliches, ne? Thank you.
denkt, dass im Hintergrund Menschen reden oder husten oder sowas, aber es sind alles die 300 Schweine in einem Stall. Etwa nachts um 2 Uhr aufgenommen. Durch ein offenes Stallfenster mit dem Mikrofon. Schweinestall gibt es nicht mehr. Heute befindet sich darin ein bayerisches Trachtengeschäft. Ja, das war also, wir hatten da regelmäßige Stammtische mit Achtung Busch und wir hatten den oben in der alten Post in Erlingen neben Kloster Andex. Und als wir dann so nachts um 12 oder 1 Uhr nach Hause gingen, hatte ich mein Auto an so einem Kippfenster geparkt und das war der Schweinestall dahinter. Und beim Einsteigen hörte ich diese unglaublichen Sounds und fuhr nach Hause und habe mein Aufnahmegerät geholt und das Mikrofon dann von oben über dieses Kippfenster in den Stall gehängt und habe dann 90 Minuten aufgenommen. Ja, ich habe... ich habe hier noch einen Text gefunden, vielleicht als Abschluss. Es gibt ja so manchmal, auf Messen hat man so Zeiten, wo man sich langweilt und statt Kunsthochschule habe ich den Kunsttiefschule genannt. Das ist so eine Vorstellung. Guten Tag, mein Name ist Wilfried Hansen. Ich bin der Sohn des berühmten Physikers Rasmus Hansen. Aufgewachsen bin ich in den großbürgerlichen Bezirken von Oslo. Den Herrn Brevik kannte ich nur vom Sehen in der Parallelklasse. Ein Bekannter war im gleichen Schützenverein wie er. Studiert habe ich freie Kunst in der Kunsttiefschule in Trelleborg, leider ohne Abschluss. Danach absolvierte ich ein Praktikum in einer französischen Webdesign-Firma und erwarb die firmeneigene Domain visage-libre.com für 10.000 Euro, in der Hoffnung auf eine Festeinstellung. Aber leider übernahm ich die Firma nicht. Ich übersiedelte nach Deutschland und wohnte in der Nähe des Ammersees in einer kleinen Scheune. Dort begann ich zu schreiben und bewarb mich dann für den Ingeborg-Bachmann-Preis, den ich nicht gewann. Sämtliche Stipendien, für die ich mich als Autor bewarb, bekam ich nicht. Auch nicht den kleinsten Literaturpreis. Als Bewerber für den Mainzer Stadtschreiber belegte ich den Platz 3590. Da es also auch nichts mit der Schriftstellerei wurde, bewarb ich mich in den folgenden Jahren als Teppichreiniger, Art Director für die Art Basel, Fahrradkurier, Verkäufer am Apple Store Berlin und München und als Datenauswerter bei diversen Teilchenbeschleunigern. Für all diese Tätigkeiten wurde ich nicht für einen einzigen Tag eingestellt. Dennoch bin ich nach wie vor voller Tatendrang, egal ob ich begabt bin oder nicht. Meine Natur ist es einfach, optimistisch zu sein. Ja. Hast du dich schon mal für den Ingeborg-Bachmann-Preis bewerben? Ja. Auch nicht bekommen? Nein. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir bedanken uns. Für die Aufmerksamkeit. Hubert, möchtest du noch ein bisschen was zu deiner Sammlung erzählen? Oh ja. Och, Hubert, bitte. Jetzt. Hubert, du wirst jetzt genötigt. Thank you.
Gewitter hier von den zwei Hartmuten. Ne? Was soll man da sagen? Ne? Angefangen habe ich das Ganze in der Produzentengalerie Ende der 70er Jahre. Und was hast du da angefangen? Wir haben uns für Künstlerbücher interessiert, weil der Jens Dittler damals auf der Documenta das erste Mal öffentlich in einem größeren Rahmen Künstlerbücher gezeigt hat. Und dann haben wir gemerkt, dass es sehr, sehr viele Leute gab, die Künstlerbücher gemacht haben, aber man wusste nichts davon, hat also kaum was mitgekriegt. Und dann hatte ich so eine winzige Anzeige im Kunstforum gemacht, das damals noch jeder Künstler gelesen hat. Heute liest man das, glaube ich, nicht mehr, da hat man das nur noch. Und darauf kam ja also wirklich eine Flut von Paketen an. Ich wohnte damals da im Isartor im 5. Stock oben. Und der Paketpostbote war dann, glaube ich, nicht mehr mein Freund. Und naja, ich musste alles wieder runterschleppen, dann in die Adelgundenstraße. Das ist dann so um die Ecke gewesen. Und geplant war eine Ausstellung. Und wir haben dann 3 gemacht, weil das einfach so gigantisch viel Material war, was so geschlummert hat in den Ateliers von den Leuten, also wo keiner eine Ahnung hatte. Und die Sachen kamen wirklich aus der ganzen Welt. Also mich wundert es, wer das Kunstforum alles gelesen hat damals. Das war und nee, also wahrscheinlich nicht, sonst müsste Bechtloff nicht so viel Werbung machen, ne, weil ich kriege jede Woche irgendwie Anzeigen per E-Mail. Offensichtlich ist es nötig. Naja. Und dann habe ich Freunde gefunden, die eine Druckerei haben. Die haben dann eine Katalogproduktion ermöglicht, weil die Stadt München hat damals also kein Interesse gehabt an diesen Dingen. Und es waren sehr viele Originalbücher dabei. Und der Freund von der Druckerei hat gemeint, komm, wir machen jetzt einen Verlag, dann drucken wir die Sachen, haben wir also den Verlag angefangen. Und jeder, der schon mal Bücher verlegt hat, weiß, dass das Drucken sozusagen der geringste Arbeitsanteil ist von dem Ganzen. Hinterher liegt das Zeug dann also wie Blei rum und man kriegt es nicht los und das wird immer mehr und immer mehr. Also habe ich mir gesagt, jetzt müssen wir einen Vertrieb machen. Das heißt, wir müssen das Zeug irgendwie unter die Leute bringen. Habe ich dann also so einen Vertrieb gegründet, sind wir auf allen Messen rumgetingelt, dann Art Basel und Köln, Düsseldorf, New York, also Mainz, also überall, wo man... Damals gab es nicht so viele kleine Messen, wie es das heute gibt. Ne? Gab es nur die großen Kunstmessen. Und ja, das ging dann 7 Jahre gut, bis dann der Drucker irgendwie gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt haben wir also genug produziert und Geld reingesteckt und so weiter. Dann musste ich das Ganze schließen und dann hatte ich also einen Berg von Sachen da, das ganze Vertriebsmaterial, was die Leute mir geschickt haben. Und damals musste ich sich das so vorstellen, dass die dann einfach Bücher irgendwie in einen Umschlag gesteckt haben, haben das geschickt, haben ein paar Zeilen dazu geschrieben und haben gesagt, verkauf mal irgendwie dann. Also kaum eine Rechnung oder manchmal keine Adresse. Das heißt, ich habe heute noch ganze Stapel von Büchern rumliegen, wo ich nicht weiß, wo ich die hinschicken soll. Und geschlossen habe ich das Ganze 87 und mittlerweile schleppe ich das immer noch rum, das Zeug. Jetzt hat sich mein Amerikaner gemeldet, der im Internet gesehen hat, dass ich da irgendwie noch Sachen von ihm habe. David Stairs. Der hat dieses so ein rundes Büchlein gemacht, was hat eine runde Form und eine Spiralbindung außenrum. Das ist so 1 Zentimeter dick und man kann nicht reingucken, was ringsum zugebunden ist. Ne? Der hat mir dann sogar noch eine Kopie von dem Lieferschein geschickt, dass er mir da irgendwie 30 Stück mal geschickt hätte oder sowas. Also der ist wirklich eine Buchhalterseele. Und ja, fand ich sehr interessant. Ich suche die jetzt irgendwie die Reste und schicke ihm das. Ne? Naja, und so habe ich dann irgendwann also eine Menge von Tausenden von Titeln rumliegen gehabt. Und natürlich neben den Büchern, Zeitschriften, Plakate, Postkarten, CDs, Dias, Filme, alles, also was die Künstler halt irgendwie so produziert haben. Und das war dann der Grundstock dann für dieses Archiv, für die Sammlung. Ne?
Wie heißt das offiziell, diese Sammlung? Naja, offiziell heißt es so, wie ich es gerade nenne. Ne? Also das hat lange geheißen Archiv Künstlerbücher, bis ich gemerkt habe, dass eigentlich die Bücher nur ungefähr vielleicht ein Drittel oder Viertel ausmachen, sodass der Name eigentlich nicht stimmt, sondern irreführend ist. Und ich nenne das jetzt seit 2 Jahren ungefähr, also Archiv für künstlerische Publikationen, weil das umfassender ist. Also das sind nicht nur die Bücher, sondern alles, was halt Künstler, wobei man jetzt auch wieder sagen muss, was ist ein Künstler. Ne? Also da sind jetzt Gedichte dabei, da sind Schallplatten dabei, da sind also alles Mögliche. Ne? Das sind jetzt nicht nur bildende Künstler. Publikationen halt. Ja, sind auch Handschriften dabei und sind auch ein paar Unikate dabei, die jetzt in dem Sinn keine Publikationen sind oder so. Also ich nehme das jetzt nicht so ganz streng eigentlich. Ne? Du gibst alles, was du bekommst, sofort digitalisierst du und gibst ins Netz. Das wäre schön, ja. Ich probiere es. Ja. Das ist zu viel Material eigentlich. Also ich muss sagen, in den letzten 3-4 Jahren gibt es eine enorme Schwemme. Also es ist Wahnsinn. Ich habe also so viel, wie ich in den letzten 2-3 Jahren einen Zufluss hatte jetzt, hatte ich die ganzen Jahre vorher nicht. Das ist unglaublich, was es jetzt so gibt. Und auch in den Ländern unterschiedlich. Also in Spanien zum Beispiel finde ich also Unmengen von Material. Portugal gibt es auch sehr viel. Und in Italien finde ich ganz wenig, komischerweise. Das liegt und aber auch zum Teil, glaube ich, daran, weil dieses Archiv immer bekannter wird. Und es immer mehr Leute gibt, die darauf aufmerksam werden. Naja, das ist halt durch. Einfach zuschicken, weil sie wissen, du bist jemand, der das gewissenhaft irgendwie archiviert und ins Netz stellt. Naja, ich probiere das halt, ne? Weil ich bin halt allein, ich muss halt, also ich darf als Lehrer arbeiten und dann mein Geld verdienen und in der Freizeit sitze ich dann, ich habe dann selber die Datenbank geschrieben und die Webseite gebaut und gebe die Titel halt dann ein, wie so ein Bibliothekar im Grunde, erfasse die alle, beschreibe die irgendwie, scanne die Titel ein und jetzt bin ich bei knapp 12.000 Einträgen ungefähr. Ne? Und die sind alle öffentlich recherchierbar, also da kann jeder die Datenbank anschauen und kann alles recherchieren und das wird auch sehr genutzt. Also ich habe sehr hohe Besucherzahlen und es kommen immer wieder, jede Woche kommen irgendwelche Leute, die irgendwas sehen, also für eine Doktorarbeit, für eine Ausstellung brauchen oder jetzt so wie heute, dass jemand anruft, dass eine Veranstaltung soll ich irgendwas zeigen oder Zentralinstitut, Haus der Kunst, je nachdem halt, das geht also weltweit, irgendwelche Leute wollen immer irgendwas haben. Ne? Sehr umfassende Ausstellung gehabt in einem Kloster kürzlich. Ne? Ja, genau, die geht jetzt morgen zu Ende. Ah, ja. Das schaffen wir jetzt heute nicht mehr. Wo ist das? Das ist in Admont. Naja, das war sozusagen so ein bisschen wie ein Ritterschlag eigentlich, das Ganze. Und das Kloster Admont hatte die Idee, also die Barbara, die dort fürs Kloster arbeitet, hat die Idee, 8 Sammlungen einzuladen und Künstlerbücher zu zeigen. Und da war ich mit dabei, also da war die Staatsbibliothek dabei und 3 große Bibliotheken aus Wien, aus Offenbach und dann das Weserburg-Museum, eine der größten Künstlerbüchersammlungen überhaupt, die es gibt, also zumindest in Deutschland. Und ja, das fand ich schon sehr schön, da dabei gewesen zu sein. Und jetzt nächste Woche fahre ich zum Abbauen runter. Ja. Musst du selber abbauen? Nö, ich muss nicht, aber wir treffen dann halt nochmal die anderen Leute von den anderen Bibliotheken und das ist dann immer ganz nett, auch sich wieder zu sehen eigentlich. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Kommen die Künstler auf Sie zu oder nach welchen Kriterien oder Konzeptionen oder nehmen Sie alle auf? Also wie funktioniert das? Jeder, der sich anbietet. Naja, nee, also ganz so wild ist es nicht. Also es gibt sozusagen 2 Wege. Das eine ist, die Leute schicken mir einfach Sachen zu. Und weil sie sich archiviert haben wollen, weil sie jetzt alt werden, weil sie irgendwann Künstlerbücher gemacht haben, weil sich kein Mensch dafür interessiert hat oder sowas. Und dann sagen sie, naja gut, da ist das gut aufgehoben und so. Und dann schicken sie mir zur Packerl. Ne? Aber dann gibt es auch Verlage, die Wert drauf legen, dass einfach da die Dinge in dem Verzeichnis drin sind, weil dann findet man sie auch, weil die dann in einem anderen Kontext stehen. Und ich kaufe selber immer noch auf den Reisen, bin sehr viel unterwegs mit der Lisa und wir kaufen dann immer auch noch
Dinge neu dazu. Und Kriterien, ja, da wäre ich immer wieder gefragt, der Bauch irgendwie. Ne? Also, weil, also ich habe zwar Kunstgeschichte mal studiert neben der Kunst, aber das Ganze ist mir irgendwie so suspekt geworden mit der Kunstgeschichte, wenn man so im Nachhinein anschaut, was dann irgendwie plötzlich Bedeutung kriegt oder was keine Bedeutung hat, dann möchte ich mir das nicht, also möchte ich mich nicht anmaßen, jetzt zu beurteilen, ob das irgendwas wert ist oder nicht. Ja. Und ich nehme einfach die Sachen rein, die ich in irgendeiner Form interessant, spannend, prickelnd oder komisch oder sonst irgendwie interessant finde. Also jetzt so ganz normale Kataloge von Ausstellungen interessieren mich eigentlich gar nicht. Ne. Auf der anderen Seite, alles, was jetzt so von Leuten, die sich als Künstler definieren, was die produzieren, und wenn es irgendwie auch noch reinpasst, nehme ich das rein, wenn ich als Archiv so auch sage, naja, der Zeitgeist wird auch irgendwie ein bisschen dokumentiert. Ne? Aber wenn das Ganze dann sehr von gestern ist, dann nehme ich es nicht rein. Das muss schon irgendwas auch von... Das haben wir schon ablegen. Ja, also... Ich schreibe den Leuten dann auch, dass das nicht reinpasst und fertig, die sind dann auch damit einverstanden. Ne? Also, wo ich mich ganz, ganz klar abgrenze, das sind Handpressendrucke, weil wenn man über Künstlerbücher redet, dann meint man immer Büttenpapier und Ledereinband und Typendrucke und Bleisatz und Holzlettern und Radierungen, Holzschnitte und Lithografien und Wolfenbüttel und so weiter, ja, und Offenbach und Gutenberg Museum und so. Und also damit habe ich gar nichts am Hut. Ja. Wobei das ja auch nicht so. Skizzierst du ja jetzt so das Bild des bibliophilen Buches und da gibt es auch Grenzbereiche, wo den Wolfenbüttel, jetzt sind ja auch die Malerbücher und so. Das ist ja auch, also das ist genauso wild und zeitgemäß zum Teil. Ja gut, ist natürlich auch eine Geldfrage, weil man muss sich natürlich sowas leisten können. Also ich habe jetzt von dir zum Beispiel auch nicht alles, also weil mir einfach vieles dann einfach zu teuer ist. Würde ich gerne haben, also wenn ich das Geld hätte, würde ich das einfach komplett kaufen jetzt bei dir. Aber ja, aber die gehen dann halt, die gehen dann wieder. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich mir noch was besorge, auf alle Fälle. Wenn es ja. Sich ich glaube, 90% lohnt sich nicht bei mir. Ne? Da sind sie in bester Gesellschaft. Ne? Ja. Nee, also wenn das reine Literatur ist, dann nicht. Aber jetzt, wenn man das, was man wieder so gehört hat mit dem Grunzen und mit den Tieren oder wenn das so in die Musik geht und dieser Mix von Poesie, Sprache und solchen Dingen, dann sehe ich das schon wieder aufgehoben bei mir irgendwie auch. Ne? Weil du hast mir auch einen ganzen Berg Plakate geschickt und Sachen, die habe ich dann ins Archiv mit reingenommen, weil ich das wichtig finde, wie der Bayerische Rundfunk damals diese Hörspiele gemacht hat, dass man das auch wiederfindet. Ne? Naja.